Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum North Pacific Marsch. Wir arbeiten weiter. Ich habe mal ganz kurz einen Überblick geschaffen, was man an Arbeit anliegt. Ich fahre mal in den LKW zurück. Achso. Auf den 1 ist die Front live. Wieder mit der Ernte. So einfach ist das. Das heißt, Anhänger. Kühe sind ja nun versorgt, 10 Tage. Dann können wir, ach, Strom kann man geben, ja. Abstellen. Über den Drescher nehmen. Jups. Haben wir also Feld 1. Noch 1.3 die Version und 1.4 werde ich übernehmen, wenn ich Hopfen Brocken geerntet habe, beziehungsweise bevor ich ihn aussehe. Jetzt werden wir mal Kurs laden, Feld 1. Ich weiß, ob die Kurve nicht umkommt. Sehr gut.
arbeiten von vorne, ne? Nicht mehr. Neuer Versuch. Oh, klappt. So, LKW gehen. Oh, nehmen wir einen Traktor. Ah, die Kühe melden sich. Den Traktor nehmen. Den auch nicht. Über den. Mal schauen, was für einen Kurs wir noch haben. Probieren. Klappt schon mal. Ganz.
mal reif werden. Hopfen, hopfen. Brauchen wir noch Maisgebiss. Kaufen wir gleich. Capello Diamant. 9 Meter. Ist noch größer. Goldmeter. Geld 90.000. Das habe ich. Hauptfarbe. Ja, Rot ist okay. Wieder fast pleite. Na ja, gut. Apropos Strohsammel. Das ist der K2. Zu langsam. Stroh holen, ne? Entschuldigung. Später düngen mit Gülle, mit Mist. Wir brauchen Stroh für die Kühe. Ansonsten werden wir nachher der Stroh pressen. Ups. Läuft. So muss es sein. Voll. Dann Rock mal näher anschauen. Natürlich blöd, dass das nun zwei Wachstumpfen ist, ne? Aber kann man gut erkennen, wie es aussieht. Es weht schön im Wind.
das kann man auch drüber kennen. Ja. Voll. Ah. So, was macht der andere Bursche? Probleme. Ja, da geht's auch nicht weiter. So, und eben vor der Landschaft. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Würde mich genauso freuen, wenn ihr ein Wiedersehen kommt. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Bis zum nächsten Mal.